Hallihallo, du liebe Jungfrau, herzlich willkommen hier. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, oder dass du hierher gefunden hast. Herzlich willkommen hier. Es ist ein wunderbares Reading, was sich jetzt auch in diesen Neumondenergien hier abspiegelt für dich, für den Mai, für die Energie, die hier angestoßen wird. Und ich kann dir schon eines sagen, bitte lass dich los, lass dich, mach dich auf, mach dich frei, geh in die Leichtigkeit. Richte die Proportionen wieder, ja. Schau dir an, wo du wirklich den Fokus hinlenkst. Schau dir an, wem du Gewicht gibst, welchen Situationen, mit welchen Augen schaust du auf Situationen, mit einem weinenden oder einem lachenden. Im besten Fall vielleicht beides als großes Ganze. Und daraus wieder einfach Wachstum zu gestalten, Wachstum zu generieren und dich als goldenes Kind der Zeit mit Zärtlichkeit, Unschuld und seltenen Gaben richtig anzunehmen. Du bist du und wir sind hier. Wunder, wunder, wunderschön. Erlaube es dir hier, die Lichtarbeiterin, der Lichtarbeiter oder die Lichtbegleiterin, der Lichtbegleiter auf dieser Erde zu sein. Ich finde das großartig. Wir sehen hier, es gibt ein bisschen einen Schwerpunkt. Wir sehen hier in diesem Reading, es geht darum, dass du jetzt deine Ziele manifestierst, dass du wirklich zielgerichtet auf dich schaust und aufhörst, vielleicht so ein bisschen Klarheit durch Spiegel zu bekommen. Ich habe da so ein bisschen eine kämpferische Kraft hier drinnen. Das ist die Klarheit auf der Schattenseite mit den Spiegeln auf der Schattenseite und dahinter die Umsetzungsenergie. Also es geht für dich wirklich darum, hier eher nach vorne fokussiert oder auf deine Ziele fokussiert, die Proportionen wieder zu richten, ja, damit jetzt wirklich deine Wünsche vorangehen können. Und was ich so ein bisschen lustig fand, ist, bevor jetzt das Reading angefangen hat, habe ich so ein bisschen so eine Scheu empfunden und so ein bisschen eine Bremse, ja. Und dann war ich schon total gespannt, was da jetzt das Reading kommen will. Und wir schauen uns jetzt mit dem Rat der Hohepriesterin an, was hier jetzt an Botschaften noch zusätzlich zu dir kommen will. Und da lese ich dir gleich einmal zwei Karten vor, die jetzt zu dir kommen wollten, von meinen Heart-Channeling-Karten. Wir. Zögere nicht mehr, nun ist es soweit. Das Sternentor ist offen, jetzt ist die Zeit. Die Fülle nimmt nun ihren Lauf in dir. Bald ist es kein Ich oder Du mehr, sondern ein klares Wir. Das Herz, es geht auf und öffnet sich. Was da herauskommt, ist unendliches Licht. Hab keine Angst mehr, es wird alles gut. Auch die Störche fliegen und bringen dir Mut. Mut zu Veränderungen, die dir reiches Glück bescheren. Halt dich nicht auf und strahle wie die Sonne hier auf Erden. Ja, oder wie ein seltener Stern kam jetzt so gerade durch. Und hier haben wir den Stern und hier haben wir den Storch irgendwo auch. Irgendwo habe ich ihn gesehen. Also fantastisch, ja. Lichtbegleiter. Du bist ein Lichtbegleiter, getragen von Klarheit, Frieden und Glück. Schau nicht mehr auf deine Vergangenheit mit ihren schmerzhaften oder schmerzvollen Erinnerungen zurück. Ein Spiegel deiner Seele ist es gewesen. Ja, passt ja auch wunderbar. Jetzt ist die Zeit voranzuschreiten. In Liebe verbunden werden wir dich begleiten. Du spürst so viel und hast ein so tolles Wesen. Du darfst es auf dieser Erde genesen, dein tolles Wesen, wunderschön, ja. Es ist alles da, schau in dich hinein. Dein Herz, es leuchtet und es will ganz tief und strahlend mit dir verbunden sein. Ah, ja, es geht um deine eigene Loyalität. Es geht darum, deine DNA quasi hier auf der Erde zu verfestigen, zu lernen, Mensch zu sein. Auch wenn du vielleicht von deinem hohen Wesen nicht primär als von dieser Erde stammst, ja, sondern ein Teil von ihr einfach geworden bist. Aber du bist jetzt hier, du hast dich jetzt ganz bewusst dazu entschieden, hier auf dieser Erde zu sein und jetzt darfst du diese Erde geerdet erleben, so gesehen. Ja. Also zögere nicht, hier wirklich deine Werte, deine Attribute in die Welt zu bringen. Und dabei kam dieses Be an Animal und da kam dieses Sei wieder mehr frei, sei wie ein Löwe im frischen Wind. Ja. Unbeschwert seine Größe zu zeigen, keine Angst davor haben, ja, nicht zu viel nachzudenken, nicht dich zu, na, der Löwe liegt ja auch manchmal herum und erholt sich oder so, ja, aber wenn was zu tun ist, dann tut er das auch, ja, dann ist da was zu tun und manchmal delegiert er es halt einfach auch an seine Damen, so gesehen, ja, also einfach dieses, zeig dich in deiner vollen Pracht, denk nicht zu viel drüber nach, sondern geh einfach raus aus dir, und erlaub es dir, deine Wünsche, die Bubble Power,
My wishes float easy into the world. Meine Wünsche kommen leicht auf diese Erde, ja. Hier deine Loyalität zu sehen, dich in der Fülle zu betrachten, dich als unendliches Wesen verbunden mit Himmel und Erde als Mittelpunkt zu sehen und wirklich deine Wünsche, da ist ein Welpe drauf, ja, in seiner Größe zu betrachten, ja, und den Welpen jetzt heranwachsen lassen und einfach mit den Bubbles spielen und da ein Wunsch und dort ein Wunsch und das darf sich manifestieren und lalala. Und du bist währenddessen beschützt, geliebt und getragen. Wunder, wunder, wunderschön. Du darfst einfach jetzt Ja zu dir sagen, ja. Und wir sehen jetzt auch hier an der hinzuströmenden Energie haben wir tatsächlich drinnen liegen, was will da jetzt her? Oh, das Ankh, Lebenskraft, Lebensatem, Symbol, Ägypten, alte Seelen, viele Inkarnationen, Unendlichkeit von Raum und Zeit. Jawohl, du bist bereit, würde ich mal sagen, auch diese wunderschöne Isis-Energie in dir zu tragen. Ja, und jetzt haben wir hier das Labyrinth, wir haben die Loyalität auf der Lichtseite und wir haben den Stern, der über allem steht. Und das ist wunderschön, weil auch der Schmerz, soll ich jetzt sagen, das ist etwas, was vergeht, indem du einfach deinen Fokus auf das Schöne, auf deine Loyalität, auf den Stern in dir richtest und somit auch das Labyrinth auf der Lichtseite. Du somit auch einen Weg aus diesen, ja, manchmal unwegsamen oder undurchdringlichen oder schattenhaften oder schleierhaften Wegen herausfindest. Wunder, wunderschön. Was ist die hinzuströmende Energie? Ja, ein Zyklus endet, du erkennst die Zyklen in dir an, du nimmst die Zyklen an, du willst hier mit dir in Verbindung gehen, du darfst hier in Verbindung gehen, du wirst hier in Verbindung gehen. In Verbindung gehen ist jetzt einfach ein wunderbares Instrument, auch mit Grün, ja, wo einfach alte Muster vergehen, ja, wo einfach, ja, du wirst hier einfach Heilung sehen, du wirst hier einfach Ruhe sehen, du wirst hier einfach dich selbst beseelen wieder, indem du jetzt deinen inneren Rhythmus folgst und dich wieder findest, ja. Hier ist einfach auch der universelle Rhythmus gemeint, alles gemeint, was jetzt hier einfach im Fluss sein kann für dich, ja. Was soll ich sagen? Dein Erfolgskurs hat gerade eingeschlagen. Mit Herz geht es los zum Schlüssel ins Glück. Da führt nichts daran vorbei und auch gar nichts anderes wird zurück. Mit Sicherheit wird es Entscheidungen geben und viel Freude auf all deinen neuen Wegen. Du bist nicht allein, du wirst es auch in der Liebe nicht bleiben. Drum steh zu dir und lass dich genau in dieser Energie mal treiben. Ja? Also lass dich da wirklich hineinfallen, ein alter Zyklus endet und das sehen wir tatsächlich auch hier, was die Liebe betrifft, haben wir hier die Partnerkarte und auch die Unterstützung. Das heißt, da kommt auch was, kommt etwas Unterstützendes zu dir, nicht nur universell, denke ich, sondern auch ganz irdisch. Und das, was wir hier sehen, was herausgeht, ist auf jeden Fall dieses, na, du schlägst jetzt ein neues Kapitel auf, du erkennst jetzt, dass diese Sprünge manchmal in die Tiefe einfach wichtig sind, dass da keine Angst davor gebraucht werden muss, weil die Sprünge hier sind auf der Schattenseite, dieses wirkliche Eintauchen, ja? Und ich habe so das Gefühl, dass sich vielleicht der ein oder andere mal auch in diesen Sprüngen verirrt hat in diesem Labyrinth. Und das ist ja das, was wir hier in Energie sehen, dass das jetzt rausgeht, dass dieses auch immer wieder hineinspringen oder immer wieder glauben müssen, zu viel noch arbeiten zu müssen, zu viel durchtauchen müssen, zu viel aufkramen müssen, ja, dass man da erkennt, wenn man den Fokus hier hält, dass man, wenn man mehr auf das, was man groß machen will, wo man hin will, der transformiert gleich was, ja. Wo man hin möchte, dass da tatsächlich dann einfach die Kraft passiert. Und das wird dir klar und damit endet dieser Arbeitszyklus für dich. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Ja, die Schattenseite der Hohepriesterin ist, dass hier einfach eine Prüfungssituation mit dem Macht, Ohnmacht, Großvater, Vaterthemen, Partnerschaft, ja, karmische Streben, hier einfach ein neuer Schritt eingenommen werden will. Und ich habe so das Gefühl, dass da manchmal noch so ein bisschen der Kommod, ja, so wie ein Deckel drauf liegt, ja, oder dass man sich unter Stress oder unter, ja, irgendwie gestresst oder unter Druck gesetzt fühlt, bei der Drohung einer Prüfung. Dabei ist das überhaupt gar nicht so gemeint, sondern eine sehr liebevolle Unterstützung, wieder in deine Macht hineinzukommen, wieder in dein Potenzial hineinzukommen, das anzunehmen und wirklich voller Freude. Da haben wir einen jungen Eisbären, der sieht, wie die Blüten erblühen, wie die Blumen erblühen, wie die Eisblumen auch erblühen und Sonne beginnt zu leuchten. Ja, und genau das ist es, was jetzt geschehen will durch dich. Ja, dieses
Unbeschwerte, unbefleckte, ich sehe jetzt gerade ein Herzchen hier auf der Decke, schön. Unbeschwerte, unbefleckte Machtpotenzial, was da wieder durch dich angenommen werden will und eine Abhängigkeit von früher mit ohnmächtigen Geschichten jetzt einfach ohne Deep Dive die ganze Zeit zu machen, ohne immer ständig daran arbeiten zu müssen, sondern einfach durch das Korrigieren des Fokuses, durch das Korrigieren der Schwere, durch die göttlichen Proportionen wieder, wo deine Aufmerksamkeitsspanne wieder in die richtigen Proportionen gesetzt wird, quasi auch in die Gefühlswelt und auch in dieses Ich bin groß, ich lasse mich ein, ich lasse mich selbst die Erneuerung sein, ja, dadurch einfach wieder, ja, angenommen, angetrieben wird. Wunderschön. Und das ist jetzt eben gleichzeitig hier die Lichtseite der Hohepriesterin. Oh, ja. Und gleichzeitig bekommst du jetzt hier auf deinen Wegen eben auch Menschen, die dir zur Seite stehen. Partnerschaft, also wir haben hier die Partnerschaft liegen. Also vielleicht lernst du jetzt schon jemanden kennen oder die Offenheit dafür wird wieder angestoßen. Das wird jetzt vielleicht unterschiedlich sein bei dem einen oder anderen. Auf jeden Fall darfst du die Liebe in vollen Zügen auch wieder lieben, leben, ja, und dich wieder hingeben der Liebe deinem Leben und dich auch unterstützen lassen. Du bist nicht allein, kam jetzt öfter dadurch, ja. Lass die Hilfe auch an deiner Seite sein, ja. Das kommt auch ganz, ganz klar zu dir. Ja, die nächsten Schritte sind jetzt die Türen eben deiner inneren Weisheit, deines Herzens und deiner Seelenfigur zu öffnen. Die Seelenfigur kommt da jetzt mit dem Wort. Ja, für mich ist es so wie ein Seelenursprung, aber ja, die Seelentür, die geöffnet werden will. Und hier haben wir die Weisheit noch ein bisschen auf der Schattenseite. Was will hier zu dir? Da haben wir dieses bisschen Wegdrehen, diese Scheu, dieses ja, aber lass das einfach frei, lass das einfach laufen, lass das fließen. Du bist jetzt hier voll dabei, einfach ins Genießen zu kommen, ja, indem du deine Tore und die Liebe für dich wirklich wieder eröffnest. Und der Rat der Hohepriesterin ist wirklich hier, du hast immer die Entscheidung, du hast die Wahl, aus Unruhen auszusteigen, den Fokus zu richten, bei dir zu bleiben und hier mit voller Pracht eines Schwans auch wieder der Liebe in die Veränderung für dich zu gehen. Wunderschön, du liebe Jungfrau, du wirst das sehen und ich freue mich natürlich mega, wenn du unten in der Infobox auch schaust, habe ich dir den neuen Memberbereich hineingestellt als Link. Dein Weg zu dir. Ich freue mich natürlich, wenn du jetzt jeden 28. auch bei meinen Live-Workshops dabei bist, wo es darum geht, wieder in einem Zoom-Call in die Kraft hineinzukommen, in die Mitte hineinzukommen. Da mache ich auch ein paar Selbstwertsübungen mit euch in dem Basic-Bereich, wo es darum geht, den Kanal überhaupt mal zu spüren und wahrzunehmen, dass wir einfach viel mehr verbunden miteinander fließen hier auf dieser Welt, wie quasi vom Universum bestellt. Und da freue ich mich schon sehr, wenn du auch mit dabei bist. So, dann wünsche ich dir jetzt eine tolle Zeit und bis ganz bald und spätestens nächstes Monat wieder. Bis dann, Papa.